Ja, hallo beste Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ich hier eh schon alles aufgebaut hatte für diverse Videos, habe ich mir gedacht, ziehen wir uns noch geschwind zum Schluss das Alox Limited Edition in der Kadett-Ausführung rein. Hat mich hier vom Olaf erreicht an der Stelle. Olaf, Hammer, super, danke. Vom Richie habe ich das Pioneer bekommen, vom Olaf das Kadett, also und Maria noch das Kleine. Gut, das haben wir jetzt Mutter gegeben. Da haben wir ja wirklich die komplette Alox 2017 Kollektion zusammenbekommen. Ne? Aber Kadett kennt man ja zuhauf. Eins der wirklich super praktischen, kleinen, kompakten Tools. Und schön an 2017 eben in einer richtig tollen Farbe. Nämlich in diesem Oliv. Ich hatte schon mal ein Olives. Das war aber, glaube ich, ein bisschen dunkler. Es gab schon mal eins. Das wurde für den amerikanischen Markt gebaut. Und wenn mich nicht alles täuscht, war dasselbe Modell ohne dem Ring. Ich muss noch mal in den alten Videos schauen. Sucht mal. Ich glaube, ich habe irgendwo schon mal das alte olivfarbene Hermé Kadett gehabt. Ich glaube, das war ohne. Und es war ein bisschen dunkleren Touch und es hatte noch keinen 90 Grad Klingenstopp für den Flaschenöffner. Ja. Tolles, super schlankes Multitool. Das ist wirklich perfekt für die Hosentasche. Da brauchst du auch keinen Ring dran. Ich mache meistens da bei den Kadetts die Ringe weg und das rutscht einfach wunderbar in die Hosentasche. In den Notfall hast du doch einfach Basic-Werkzeug dabei. Und ja, in Kadett immer eine schöne, schlanke Ausführung. Die Griffschalen sind immer toll. Hat natürlich ein paar Werkzeuge weniger, da auf der Unterseite nichts hin und keine Zahnstocher, aber dafür super schlank. Und ja, in diesen Farbenspielen auf dem Alu mit diesen kleinen Pyramiden. Einfach ein tolles Lichtspiel jedes Mal. Das, egal welche Farbe, man hat immer einen Silbertouch mit drin. Und hier jetzt eben in schönem Oliv auf der Gravurplatte haben die Limited Editions immer die Jahreszahl drin. Sehr schön. Also Kadett, wirklich eins der praktischsten kleinen Hosentaschenwerkzeuge bei mir in der Hosentasche momentan. Aber das 84mm Sportsman. Nämlich auch gut, praktisch mit der Nagelfeile. Okay, da sieht man schön, ist ein bisschen dicker. Ne? Dafür natürlich noch mit jede Menge zusätzlichen Werkzeugen. Ne? Stecknadel, Korkenzieher, Aale, Pinzette und Zahnstocher. Aber natürlich ein bisschen dicker. Tragekomfort vom Kadett natürlich ungeschlagen. Und wenn man sagt, okay, man hat ein bisschen Schraubenziehermesser dabei. Vor den Filmaufnahmen noch das Nagelwerkzeug. Feine Geschichte. Sonst von den Abmessungen her gleich groß. Ja, Victorinox, immer geile Werkzeuge, egal in welcher Ausführung. Wenn es das klassische Huntsman ist oder eine Limited Edition oder ein Kadett, egal in welcher Farbe. Dann an den Aluschalen sieht einfach fast jede Farbe gut aus. Ne? Okay, mal ganz kurz. Jetzt haben wir sie dann, glaube ich, alle durch, die 2017er Edition. Okay, sage ich danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbidi und immer schön ein kleines Victorinox einstecken. Okay, bye bye, mach's gut, ciao.